Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu meiner Videoreihe in Eve, um Eve, mit euch in Eve. Ja, liebe Leute, nächste Videoreihe und zwar Karriereagenten Wirtschaft. Bevor ich damit jedoch jetzt starte, möchte ich ganz kurz nochmal in eigener Sache. Also, da das Thema natürlich mit zunehmender Abonnentenzahl und zunehmender Besucherzahl so ein bisschen hochploppt, ja, ich weiß, die Tonqualität der ersten Videos ist beschissen. Das ist mir durchaus bewusst. Ich habe wirklich überlegt, soll ich das alles neu machen? Das sind irgendwie 13, 14, 15 Videos. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ursprung war einfach, dass mein Mikro an meinem alten Headset, ich habe eigentlich sogar noch ein richtiges Mikro hier, so ein richtiges Mikrofon, wie man das kennt, zum Singen. Also eigentlich nicht zum Singen, aber ja. Nur bei Eve nutze ich immer das Headset und das Mikrofon-Headset. Und es war einfach mal kaputt. Es hat irgendeinen Wackelkontakt gehabt. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich hatte viele Videos schon gemacht und habe mir die später angehört und habe mir gedacht, oh mein Gott, was ist denn das für ein Gerausch und Geknistere? Also musste ich einen Rauschfilter draufsetzen. Den Rauschfilter habe ich ein bisschen zu hoch gestellt. Deswegen klingt das sehr blechern. Und ja, es ist suboptimal. Ich weiß es. Aber ich habe ja dann auch unter die Videos schon drunter geschrieben, liebe Leute, es ist ab dem 22. März, ich glaube irgendwie Video 13, 14, 15, ich weiß es nicht genau, irgendwas um diese Kante rum, hört das auf, dann ist das Gerausche weg, dann gibt es eine gescheite Tonqualität und fein ist. Ich könnte es ändern, aber es wäre halt sehr viel Arbeitsaufwand, das alles komplett nochmal zu machen. Zumal es ja, also auch was die Mission angeht, gar nicht so einfach wäre, das alles nochmal. Man müsste ja wieder komplett einen neuen Charakter und nö. Nein, auch wenn es mich selbst ärgert, habe ich mich entschieden, es so zu belassen. Ich bitte euch, das nachzusehen an dieser Stelle. Und gut, dann kommt natürlich der ein oder andere Neider, wie unter dem zweiten Video, und schreibt dann einen Kommentar drunter, wo ich mir dann denke, okay. Ja, fein. So, das dazu. Wir wollen aber mit dem Karriereagenten Wirtschaft jetzt hier durchstarten und direkt mal gucken, was müssen wir machen. Bilanz ziehen, 1 von 10. Die folgenden Ziele müssen erreichen, wir müssen uns erfüllen. Blub, Pau Dago, wir müssen nach Eistour, die Belohnung schon an ihn, wenn die Mission abschließen. Ach, ich muss das nur transportieren? Und dafür gibt es so viel Kohle? Okay. Ja, das ist wieder wichtig, ne? Nicht vergessen, den Krempel einzupacken. Sonst steht er da und blöd. Ja, wir akzeptieren und fliegen los, würde ich sagen, ne? Das, was hier gerade übrigens stand, dass man einen Pfand hinterlegen muss, das ist, wenn man selber Transportaufträge fliegt. Also sich später mit dem Bereich Hauling, Logistik oder sonst irgendwas in dieser Richtung auseinandersetzt, dann ist das in der Tat nicht unüblich, sondern eigentlich gang und gäbe, für die, die Eve so gar nicht kennen, dass man als Transporteur erstmal eine Sicherheitsleistung hinterlegen muss. Ich habe ja schon im ersten Video, ganz im ersten Video, darauf hingewiesen, dass man natürlich jemand anders beauftragen kann, aber man muss ja immer davon ausgehen, dass der mit der Ware dann über alle Berge verschwindet und deswegen gibt es in der Regel eine Sicherheitsleistung, die der Transporteur hinterlegen muss. Tja, aber mit 154 ISK können wir, glaube ich, leben. Also, wir müssten jetzt einen neuen Gegenstand im Hangar haben. Wir öffnen unseren Frachtraum. Wenn es denn geht. Irgendwas stimmt nicht. Ganz kleinen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder. Ja, meine Maus hat nicht richtig funktioniert. Ich musste gerade die Software für die Maus mal neu starten, weil ich habe das hier, klar, wie jeder Gamer, irgendwie auf irgendwelche Tasten gelegt und die wollten gerade nicht so wie ich. Also, wir müssten Gegenstände haben, die packen wir dann jetzt auch mal ganz schnell. Mein Gott, was ist denn hier los? Genau, die packen wir mal einmal ganz schnell in den Frachtraum. Das Datasheet. Docken ab und fliegen einfach mal von A nach B. Also das ist natürlich viel Geld. Über 500.000 ISK für einfach von A nach B fliegen, das ist natürlich ordentlich. Naja,
gut. Ja, Kurs setzen, das kennt ihr ja alle schon, das ist auch nur ein Sprung. Warp-Anti aktiv. Hier, jetzt haben wir die Cargo-Container wieder, die gelben, was ich im letzten Video erklärt habe. Wenn man also Stress will, direkt mal einen ausräumen, mal gucken, was passiert. Dann taucht irgendwo ein Schiff auf, das euch sofort angreifen wird. Das ist natürlich eigentlich, also das ist auch eine spaßige Art und Weise, eigentlich so ein bisschen ins PvP zu geraten, um das vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, weil die Leute, die die Container legen, gehen ja davon aus, dass vorwiegend Noobies da dran gehen. Ja, so und andocken. Und ja, das ist natürlich spannend, wenn man jetzt mit einem ausgeskillten Charakter, ich sag mal, der ist ausgeskillt auf Zerstörer und auf alle Waffen, die auf dem Zerstörer drauf sitzen, ganz egal welche Fraktion. Dann greift er euch an. Das könnte für ihn halt ein böses Erwachen geben. Ne? Das ist halt spaßig. Das ist das Spaßige an Eve, finde ich persönlich immer so, diese Überraschungseffekte, die man dann plötzlich entweder selber erlebt oder jemand anders bereiten kann. So, schon sind wir da. Unlock-Erlaubnis erbeten. Ja, nu hopp. Unlock-Erlaubnis erteilt. Rein da, Mann. So, jetzt beginnen wir das Gespräch. Der Agent hat sich dann übrigens mit dem Sprungklon hierher katapultiert, glaube ich. Völlig. So. Oh, tatsächlich können wir die Mission von hier aus annehmen, die nächste. Das ist später bei den Missionsagenten ist das in der Regel nicht so. Die tauchen dann zwar auch auf, dahin, wo ihr etwas transportieren müsst, aber die sind halt nicht dann ansprechbar in der Station und man kann die nächste Mission akzeptieren, sondern man muss dann tatsächlich wieder zurückfliegen. Ja, ich dachte, wir müssten jetzt hier wieder zurück. Okay, dann haben wir die Mission beendet. Also, das ist viel Geld. Das ist richtig viel Geld für so eine Mission. Das sind, wie gesagt, fast 500.000. Das ist krass. Okay. Ja, 500.000. Krass. Okay. Judy, das war schon, liebe Leute. Erster Agent. Ich guck mal, dass ich gleich noch ein zweites Video mache. Und dann gibt es heute auf jeden Fall noch mal zwei, drei Videos. In diesem Sinne, bis dahin eine gute Zeit. Und wie immer an dieser Stelle, fly safe.